wenn man eben bei so einem Turnier dann auch das Tor macht und dann so einen entscheidenden Moment erlebt. Ich glaube, dass das Tor von Mario sogar mehr Fluch als Segen ist. Also ich habe definitiv damit zu kämpfen, dass diese Assoziation vom Tor eigentlich automatisch immer übertragen wird in jedem Spiel. Schürrle is breaking down the left hand side. Dangerous ball in the area to Götze. Götze scores for Germany. Götze. Es wird keinen zweiten Messi geben, es wird keinen zweiten Ronaldo geben, aber es wird eben auch keinen zweiten Götze geben. Wo Genialität ist, ist auch in meinen Augen immer Sensibilität. Ihm wurde ja nicht nur vorgeworfen, dass er emotionslos ist, sondern auch, dass er nicht viel trainiert. Jeder Pass muss dann zum Tor führen. Das ist halt nicht realitätsnah. Für niemanden in der Welt ist das machbar. Und jeder hatte eine andere Diagnose. Wenn man weiß, was die richtige Diagnose ist, dann kann man es belächeln, weil keiner von den Kollegen, keiner der Artikel war entsprechend der Wahrheit nah. Ich glaube, dass es Situationen gibt, dass man sich als Person des öffentlichen Lebens machtlos fühlt und keinen Einfluss auf viele Dinge hat, wie zum Beispiel die Meinung der Leute oder das, was eben dann auch geschrieben wird. It's about to crack, but going down.